Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City of Memories. Und ja, wir haben hier so eine kleine Kletterpassage hinter uns. Ich habe zwar gemeint, die wäre jetzt hier irgendwie voll schlimm und ja, gut, voll schlimm habe ich jetzt nicht gesagt, aber dass sie jetzt irgendwie schlimmer wäre, die war jetzt nicht so schlimm, wie man es erwarten könnte oder so, aber wenn man es halt nicht kennt, dann hat man die etwas schlimmer im Hinterkopf. So, jetzt hat sich da diese Säule unten betätigt. Warum auch immer. Vielleicht als Rückdings. Ich glaube, von hier aus können wir auch gar nichts weiter irgendwie machen, wenn ich mich recht erinnere. Außer gucken, ob diese Tür aufgeht. Ja, sie geht auf. So, dann gehen wir einfach mal in die Häuser der Leute rein, ne? So gehört sich das doch. Oh, das können wir sogar öffnen. Da denn hin? Keine Ahnung. Ist irgendwie so ein Einkeller. Oh, guck mal, da ist Orangensaft. Ach, den nehmen wir direkt mit. Ich finde das so lustig, dass es hier Orangensaft gibt in Griechenland. Also, nicht, dass es jetzt keinen geben würde, aber ich hätte eher sowas gedacht wie Wein. Oder so. Der steht hier überall nur auf den Tischen. So. Gut, von hier aus müssen wir jetzt weitermachen. Und zwar, lasst mich überlegen, ich glaube, ich muss da schräg drauf springen, damit ich dort rüberkomme zu dieser Tür. Wenn ich mich recht erinnere. Hoffe, dass ich mich recht erinnere. Oh, das war doof. Ich war ein bisschen zu gut gesprungen. Kann ich mich hier eigentlich... Das habe ich mich, glaube ich, auch gefragt, ob ich mich nicht hier einfach über... Nein, ich kann mich natürlich nicht über Eck... machen lassen. Schade. Das hätte es ein bisschen vereinfacht. Aber hier kann ich mich festhalten. Hier übers Eck, ne? Okay. Das sollte auch seinen Zweck erfüllen. Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Ey, ich bin durch eine Säule gesprungen. So macht Lara das. Springt durch Säulen. So, dann haben wir das schon mal. Ich sollte vielleicht mal speichern. Das kann ich, glaube ich, nicht öffnen, wenn ich mich recht erinnere. Nein, das kann ich nicht öffnen. Nein. Es geht also nur dieser Weg. Der mich auf einen neuen Balkon führt. Okay. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal eine Ablage. Ich glaube, ich muss dorthin springen. Sonst... Da ist übrigens unser Haus. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Okay. Aber ich speichere hier nochmal. Hier wäre der bessere Moment gewesen zum Speichern. Und... Oh Gott. So. Kurz gucken, ob beim Tisch irgendwas ist, aber sieht nicht danach aus. Was haben wir hier? So das Gefühl, es führt mich einfach nur auf die andere Seite. Weil ich da ums Eck nämlich auch was gesehen habe, dass da ein Weg ist. Und von draußen hat man ja gesehen, dass es so eine blaue Tür ist, die wir öffnen können. So. Okay. Und hier haben wir noch einen Schlüssel. Der ist für dort. So als dezenter Hinweis. Das Ganze nur für einen Schlüssel. Yay. Gott sei Dank, ich bin auch im Wasser gelandet. Im Moment hatte ich Angst. Aber nur für einen ganz klitzekleinen Moment. So, dann will ich mal kurz versuchen... ob ich hier nicht doch das schon öffnen kann. Aber ich glaube eher weniger. Oder? Ich weiß es nicht mal, ob sie das... Okay, sie konnte es schon öffnen. Wollen wir uns hier erstmal umsehen?
Obwohl wir ja eigentlich noch nichts Großartiges machen können. Obwohl, hier gibt es ein ganz lustiges Rätsel. Ach, diese Kisten können wir übrigens zerschießen, ne? Ich weiß gar nicht, ob da großartig was drin ist. Kannst du dich auch ducken? Ja. Ah, ist ja was drin, ne? Flares. Könnte ich ja mal verwenden hier, ne? Das Schöne ist, es ist eine Zeitanzeige auch oben links zu sehen. Hier haben wir auf jeden Fall sowas wie ein Lager. Und da unten ist noch was zum Kriechen. Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Vielleicht können wir ja schon doch was machen. Hier kommen wir nämlich nicht weiter. No. Ach ja, weil sie am Kriechen ist und nicht in der Hockposition. Oh ja, wie ich das immer geliebt habe. Wenn ich am Kriechen bin, kann ich halt keine Flares aufmachen, weil meine Hände müssen am Boden bleiben. Das geht nicht anders. So, wir machen jetzt hier mal was Schönes. Ich hoffe, dass das geht. Und zwar brauchen wir das dafür. Und direkt wieder wegpacken. Nein. Das da. Ja. Und das da. Ist auf der anderen Seite auch irgendwas? Ja, das da. Eine dezente Videosequenz. Um zu zeigen, was Lara hier angestellt hat. Guten Wein hat sie einfach so verschüttet. Absichtlich auch noch. Mutwillig zerstört die Fässer. Es geht ja mal gar nicht, Lara. Es geht ja mal gar nicht. Und speichern. Für den Fall, dass ich ertrinke. Und zwar können wir jetzt hier nämlich durch. Und das, was wir per Kriechen nicht geschafft haben, schaffen wir aber irgendwie per Schwimmen. Und außer ich bleibe hier hängen. Jetzt, Lara. Guck mal, per Schwimmen kommen wir hier durch, ne? Kriechen ging nicht. Nein, keine Dings da. Ich wollte Flares. Ich wollte Flares. Ich weiß gar nicht mal, was es hier gab. Ah, ich glaube, das ist unser Ziel. Ja, das ist unser Ziel. Da brauchen wir noch zwei Sachen. Ah, das ist unser Ziel. Also hier müssen wir dann was einsetzen, das wir noch nicht haben. Und auf der anderen Seite ebenso. Und dann öffnen sich die Tore und das ist dann unser Ziel. Okay. Habe ich schon mal gezeigt, wo wir im Endeffekt hin müssen. Ganz zum Schluss, wenn wir zwei sehr auffällige Sachen haben. Ah, nicht drunter rutschen. Okay, da gucken wir uns einfach mal auf der anderen Seite um. Und zwar hier. Hier können wir auf jeden Fall was Schönes machen. Was sehr Schönes. Das hat damit zu tun. Das sind Fackeln. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe mit merkt euch diese Fackel und so weiter und so fort? Das ist hierfür dann wichtig. Weil wir die nämlich anzünden müssen. So, jetzt muss ich mir mal aufschreiben. Okay. Ich muss das nochmal betätigen. Das ist nämlich ein kleines Rätsel, ein kleines Sprungrätsel. Nochmal kurz. Okay, in der Mitte, dann da und dann da. Okay. Da. Und hinten. So, alles notiert. Und zwar, wir brauchen ja auch noch Feuer, um das überhaupt anzünden zu können.
Man braucht es sich noch nicht mal merken. Ich habe ganz vergessen, dass eine Videosequenz so dezent zeigt. So, hey, guck mal, das kannst du machen. Und das ist auch sehr nett, dass die mehrere Fackeln hingelegt haben. Eigentlich brauchen wir nur eine. Aber ja, es ist sehr nett von denen. So. Hier speichere ich definitiv. So, wenn wir nämlich jetzt hier drauf springen. Und ich hoffe, das stimmt alles so. Ah, herrlich. Wir müssen nämlich jetzt nur auf bestimmte Dinger. Habe ich das so gemacht oder nicht? Weil das brauchen wir nämlich, damit das da hinten angeht. So. Jetzt das da. Und das da hinten. Okay. Irgendwas muss ich nochmal machen. Scheiße. Was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke mich mal gerade nach hinten um. Weil ich meine nämlich auch, dass die Fackel eigentlich geleuchtet hätte. Schon zu Beginn. Da unten kann man auf jeden Fall noch irgendwie hin. Ach, da brauchen wir noch was zum Einsetzen. Dann dürfte sich das da unten öffnen. Menschenskinder, wie waren die Fackel? Wie konnte man die denn anmachen? Von vornherein. Aber nicht durch den Hebel, ne? Oder war es, weil ich nicht die Fackel in der Hand halten darf? Hä? Würde eigentlich für mich jetzt keinen wirklichen Sinn machen. Ich muss nochmal gucken. Ich muss nochmal den Hebel betätigen. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Aber ich meine, die Fackel hätte nämlich gebrannt. Dann mussten wir springen, damit das auch so bleibt. Und dann, ja. Oder ich übersehe hier echt noch irgendwas. Was mir gerade nicht in den Sinn will. Oder ich bin verkehrt gesprungen. Das kann natürlich auch sein. Naja, machen wir das später. Vielleicht kommt es mir noch in den Sinn, wie das war. Oder wir müssen noch was machen, damit es wirklich dann auch brennt. Kann natürlich auch sein. Okay, dann gehen wir jetzt eigentlich dahin, wo wir den Schlüssel hatten. Und das ist jetzt so mein Plan. Dazu müssen wir hier rüber, dann wieder in die Stadt, das Dorf oder was auch immer das ist. Einmal hier vorbei, einmal hier entlang. Und hier hin. Und hier den Schlüssel verwenden. So, dann gehen wir mal rein und gucken mal, was wir hier so finden. Vielleicht noch ein Schlüssel, vielleicht auch irgendwas anderes oder auch gar nichts. Ja, das Spiel ist für gar nichts. Das ist einfach nur offen. Yay! Jo, ja. Dann machen wir hier die schönere Sprungpartie von den ganzen. Und zwar einmal hier hoch. Können uns dann auch das nächste Secret holen. Jetzt dorthin. Klappt das so? Nein, klappt natürlich nicht. Deswegen habe ich auch vorher gespeichert. Genau wegen solcher Dinge. Ich ganz genau weiß, dass ich die so nicht hinkriege. Nein. Ich weiß gerade nicht, wie ich stehen muss. Nam, nam, nam. Upsa, das war nicht gut. Das war zu nah. Jetzt hat es geklappt. So, einmal hier hoch. So, jetzt könnten wir eigentlich mit Anlauf darüber springen, wenn ich mich recht erinnere. Oder halt uns vielleicht auch dorthin hangeln.
Weiß es gerade nicht, weil da oben hin kommen wir nicht, ne? Nö. Das ist, glaube ich, für eine andere Stelle wichtig. Ja, können einfach hierher springen. So. Wenn wir das Secret uns holen wollen, dann machen wir das von hier aus. Obwohl... Nee, ich mache vorher was anderes. So, wir müssen nämlich jetzt auf den Balkon. Damit wir hier rein können. Und jetzt kriegen wir eine blutrünstige Bestie zu Gesicht. Eine kleine Miezekatze. Die tut uns nicht, keine Sorge. So, jetzt haben wir zwei Bänder. Die ist so putzig. Niedlich. Niedlich, niedlich, niedlich. So. Die können wir kombinieren mit dem anderen. Dann haben wir einen Ball. Oh, 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 oh. Da ist ein Hebel. Ein Schalter zu betätigen. So zum Reindrücken. Der ist, glaube ich, wichtig, ne? Nein, hier hat sich jetzt gar nichts geöffnet. Es hört sich an, als hätte sich irgendwas geöffnet und dann ist da doch nichts. Sehr nett und zuvorkommend. So. Der Sprung ist jetzt ein bisschen komplizierter. Einfach wegen dem Geländer und weil man da noch schief springen muss und die Kamera die nicht so will. Aber das sollte eigentlich ganz gut klappen, wenn man aufpasst. So, und jetzt zu dem Secret. Und zwar müssen wir hier quasi rüberspringen, aber so, dass wir auf der anderen Seite runterrutschen. Und das ist deswegen halt etwas schwieriger, weil diese Schräge uns immer wieder in die Quere kommt. Und ja. Oder man eben zu weit rutscht, zu weit springt. Das ist halt das andere Problem. Und wieder zu weit gesprungen. Nein. Weil ums Eck, glaube ich, kann ich gar nicht springen, ne? Klettern hier. Oh doch, kann ich! Ach ja, lol. Dann hat sich derjenige, bei dem ich das damals gesehen habe, ja auch unwahrscheinlich kompliziert gemacht. Ich kann doch einfach bis Eck. Ich habe das aber auch nie ausprobiert. Also es ist immer dieses so, ach, der hat das so gemacht, dann muss es ja stimmen, dann gibt es ja keine andere Variante und so weiter und so fort. Aber dem ist ja gar nicht so. So, da haben wir auf jeden Fall das Secret. Und hier können wir uns eigentlich runterlassen. Ja, hier ist sonst nichts mehr. Von dem wir jetzt aus irgendwo hin müssten. Zumindest fällt mir da jetzt nichts ein. So, wir müssen nämlich hier hin. Ah, die Tür hat sich geöffnet. Deswegen. Ach, guck mal, da können wir was zerschießen. Wird nur nichts beinhalten. Die haben meistens nichts. Da können wir nochmal was zerschießen. Yay! Da ein dezent kleiner Schlüssel. Und die Zeit, die auch schon wieder vorbei ist. Oh nein, aber wenn ich mich recht erinnere, können wir hier noch was machen. Noch eine Kleinigkeit. Nein, können wir hier nicht benutzen? Doch, ich wollte gerade sagen. Passiert ja gar nichts. Irgendwie habe ich in Erinnerung gehabt, dass die Katze angestürmt kommt. Das? Wo war denn die Katze? Die war hier, ne? Muss man das denn hier benutzen? Nein. Ja, weil ich noch in der Bewegung war. Okay. Ich weiß es echt nicht mehr. Naja, okay. Vielleicht ist das wirklich der gute Zeitpunkt, einfach ein Schnitt zu setzen. Wir wissen ja, wo es weitergeht. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Teil.